Vielen Dank und guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste. Ein herzliches Willkommen auch von mir auf diesem Parteitag, auf dem wir uns zum Ziel gesetzt haben, unseren Weg nach vorne zu beschreiben. Wir haben viel vor in diesen 3 Tagen. Wir müssen das aussprechen. Wir haben es nicht geschafft, einen Gesamtentwurf für die Zukunft unseres Landes zu entwickeln. Nein, wir haben es nicht geschafft, die Frage ausreichend zu beantworten, wofür steht die Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert? Unser größtes Problem, liebe Genossinnen und Genossen, ist, dass wir unser klares Profil verloren haben. Zwischen den großen Linien in den Sonntagsreden und dem Klein-Klein in der alltäglichen Politik ist es uns in den letzten Jahren nicht gelungen, eine Politik anzubieten, die einerseits über den Tellerrand hinausschaut, die andererseits aber konkret umsetzbar ist. Und deshalb, unsere Glaubwürdigkeit holen wir uns zurück, indem wir konkrete Lösungen anbieten, die aber nicht für sich alleine stehen dürfen, sondern Teil einer sozialdemokratischen Gesamtstrategie sein müssen. Das ist die Aufgabe der Erneuerung der Partei. Das war der demokratische Sozialismus. Das ist die Leitidee der sozialdemokratischen Bewegung. Und heute geht es darum, Genossinnen und Genossen, das ist der Weg, den wir hinter uns haben. Das war der demokratische Sozialismus, die Leitidee der Sozialdemokratie. Respekt, Toleranz, Einigkeit macht stark, durch Gemeinschaft den Einzelnen zu stärken und seine Rechte zu sichern. Und heute geht es darum, diese Prinzipien, diese Werte unter veränderten Rahmenbedingungen zur Geltung zu bringen. Das trifft uns deshalb besonders, weil wir anders sind, weil wir offen sind für die Zivilgesellschaft, weil wir eben nicht Elite sind oder die abgehobene Oberschicht. Nein, wir sind die sozialdemokratische Bewegung, die für die Menschen, die uns brauchen, da sein muss. International, national und lokal. Da müssen wir wieder hin zurück. Aber Genossinnen und Genossen, es reicht eben nicht mehr aus, das nur national zu tun. Der Nationalstaat hat in der globalisierten Welt viel Gestaltungsmacht verloren. Seien wir so ehrlich und sagen wir das den Wählerinnen und Wählern. Vieles, was wir tun müssen, um ihr Leben besser zu machen, können wir gar nicht mehr im Deutschen Bundestag, auch nicht mehr im Bundeskanzleramt machen. Globale Regeln müssen global durchgesetzt werden. Und hierfür brauchen wir Europa. Deshalb müssen wir Europa stärken. Ja, Michael, du hast recht. Deshalb sind wir die Europapartei, weil es Europa ist. Und nur Europa kann es in dieser Globalisierung die Regeln durchzusetzen, die diese Auswüchse unter Kontrolle bringen. Deshalb müssen wir Europa stärken. Nur ein entschlossenes Europa kann den Klimawandel effektiv entgegentreten. Nur ein starkes Europa kann die Plattformgiganten wie Facebook oder Google dazu zwingen, unsere Regeln und Grundrechtestandards zu akzeptieren. Nur ein offenes Europa kann es jungen Menschen ermöglichen, in mehreren Sprachen und Ländern sich zu Hause zu fühlen. Nur ein solidarisches Europa kann der asozialen Steuerflucht effektiv Grenzen aufzeigen. Nur ein entschiedenes Europa kann den internationalen Terrorismus bekämpfen. Und nur ein einiges Europa kann die Herausforderungen der Migration solidarisch bewältigen. Das alles, Genossinnen und Genossen, schaffen wir nicht mehr national. Seit 1925 mit dem Heidelberger Programm, seit 1925 fordert die SPD die Vereinigten Staaten von Europa. Das bedeutet konkret, dass wir Europa mindestens in den Bereichen innere und äußere Sicherheit, beim Klimaschutz, bei der Steuer- und Geldpolitik, beim Kampf gegen Steueroasen, bei der Flüchtlingspolitik und bei der Entwicklungszusammenarbeit die Instrumente geben müssen, die Europa braucht, um handlungsfähig zu sein. Und deshalb frage ich euch, warum nehmen wir uns eigentlich jetzt nicht vor, 100 Jahre nach unserem Heidelberger Beschluss,
100 Jahre später, spätestens im Jahre 2025, diese Vereinigten Staaten von Europa verwirklicht zu haben. Ich will, dass es einen europäischen Verfassungsvertrag gibt, der ein föderales Europa schafft. Ein Europa, das keine Bedrohung für seine Mitgliedstaaten ist, sondern ihre sinnvolle Ergänzung. Ein solcher Verfassungsvertrag, der muss von einem Konvent geschrieben werden, der die Zivilgesellschaft und die Völker Europas mit einbezieht. Ich will euch eins sagen, ich habe häufig weniger Angst vor den Menschen in Europa. Wenn wir mit denen diskutieren, können wir auch überzeugen, können wir sie gewinnen für diese großartige Idee. Ich habe oft weniger Angst vor den Menschen als vor mancher taktischen handelnden Regierungszentrale. Deshalb dieser Verfassungsvertrag, der muss mit den Menschen erarbeitet werden. Und wenn wir ihn haben, dann muss er in den Mitgliedstaaten vorgelegt werden. Ja, und wer dann dagegen ist, der geht dann eben aus der Europäischen Union raus. Lasst uns endlich den Mut aufbringen, Europa beherzt voranzubringen. Nicht dieses Drehen an Stellschräubchen. Lasst uns Mut haben. Es geht in den nächsten Jahren um die Zukunft der europäischen Einigung. Denn obwohl wir gerade in unserem Lande sehen, dass die Pro-Europäer wieder Zuspruch gewinnen, dass Pulse of Europe sich mit Leidenschaft für die Europäische Union einsetzt, erleben wir auch das Erstarken der Kräfte, die Europa am liebsten zerschlagen würde. Guckt euch an, was in Polen läuft, wo unsere gemeinsamen Grundwerte systematisch untergraben werden und die EU handlungsunfähig ist, dagegen etwas zu tun. Schaut nach Ungarn. Dieses Land hat uns nicht nur in der Flüchtlingskrise die Solidarität verweigert. Es schließt jetzt auch große Deals mit China ab und entfernt sich immer weiter von der europäischen Gemeinschaft. Schaut auf die Wahlergebnisse in den Niederlanden, in Frankreich, in Finnland, in Dänemark, in Österreich. Ja, auch bei uns in Deutschland. Überall erstarken sie die Rechten und die Ultranationalisten, die mit unserer Vorstellung von freier und offener Gesellschaft nichts am Hut haben, die ihre Länder am liebsten abschotten wollen und für ein Weltbild stehen, das von gestern ist. Und deshalb sage ich euch, wenn wir nicht umsteuern, wenn wir nicht Europa ganz praktisch und ganz konkret stärken, dann werden diese Kräfte gewinnen. Liebe Genossinnen und Genossen, wer das ignoriert, nach Nachrichten, wie wir sie alle nicht für möglich hielten beim Brexit oder der Wahl von Trump, das ist unsere Antwort an die Hetzer von rechts, die ja auch jetzt im Deutschen Bundestag sitzen. Ihr Parteitag am letzten Wochenende hat gezeigt, was sie wirklich sind. Sie sind Rechtsradikale und sie sind bejammernswerte Deutschnationale mit ihrer völkischen Rhetorik, auch wenn sie mit Adelstiteln daherkommen. Und wenn ein Bollwerk gegen diese Leute gibt, wenn es ein Bollwerk zur Verteidigung der Demokratie gegen die Hetzer von rechts, gegen die Antisemiten, gegen diese Leute, die die Zusammenhaltsphilosophie in unserer Gesellschaft ins Gegenteil umkehren wollen, die Gesellschaft spalten wollen, wenn es ein Modell gibt, wie man die Demokratie gegen diese Typen schützt, dann kann ich euch sagen, wie das Modell heißt. Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Wir sind deren Gegner. Wir kümmern uns darum, dass Menschen in unserem Lande gut zusammenleben. Dazu brauchen wir natürlich ein Einwanderungsgesetz, damit Menschen geregelt zu uns kommen können. Dazu brauchen wir Angebote für Sprachkurse. Wir brauchen Arbeitsangebote. Und vor allen Dingen brauchen wir effizientere Verfahren. Für eine gute Integration sind drei Dinge elementar, Genossinnen und Genossen. Sprache, Arbeit und Freunde. Und ich möchte aufgrund der aktuellen Debatte hinzufügen, Familie, die ist für die Integration auch wichtig. Was wir nicht gebrauchen können, sind Debatten, die Menschen mit Migrationshintergrund stigmatisieren, sie ausgrenzen oder als Sicherheitsrisiko betrachten. Deutschland ist ein Einwanderungsland und es wird Zeit, dass wir der Verantwortung, die damit einhergeht, gerecht werden. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen für ein realistisches, aber immer offenes und tolerantes Weltbild. Unsere eigene Geschichte, Leute, ist doch geprägt von Krieg, Leid, Flucht und Verfolgung. Und deshalb ist eines klar, das Recht auf Schutz vor Krieg und Verfolgung, liebe Genossinnen und Genossen,
Das Recht auf Schutz vor Krieg und Verfolgung kennt keine Obergrenze. Das ist garantiert in unserer Verfassung, in den internationalen Verträgen. Die Modernisierung unseres Gemeinwesens dürfen wir nicht den Staatsverächtern, diesen Privatstaat-Staat-Fetischisten à la Christian Lindner überlassen. Unser Staat muss handlungsfähiger werden. Er muss besser werden. Dafür braucht es die SPD. Und wir müssen uns nun die Frage stellen, wie setzen wir das durch? In welcher Form? Das muss ausgelotet werden. Dafür wollen wir ergebnisoffen reden und schauen, zu was für inhaltlichen Lösungen wir kommen können. Genossinnen und Genossen, auf den Inhalt kommt es an, nicht auf die Form. Wir müssen nicht um jeden Preis regieren, aber wir dürfen auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen. Entscheidend ist, was wir durchsetzen können. Unser Parteitag neigt sich dem Ende entgegen. Herr Dobrindt, nicht nur ich, meine ganze Partei, aber ich als Vorsitzender dieser Partei, wir sind radikale Pro-Europäer. Europa muss einen Ruck gehen, muss einen Ruck gehen. Durch Europa muss einen Ruck gehen. Appelliert der Franzose Emmanuel Macron in Berlin auf Deutsch. Für diesen Ruck braucht er Verbündete in Brüssel und vor allem in Deutschland.